Was gibt es Neues aus der weltweiten Quavitracks-Community? Wir waren für euch im Internet unterwegs und haben die beliebtesten Social-Media-Kanäle durchforstet und sind auf allerhand verrückte Ideen für eure Kugelbahn gestoßen. Hier kommen unsere 5 Fundstücke des Monats. Die Reihenfolge ist keine Bewertung von uns, sondern einfach eine Aufzählung. Den Start unserer monatlichen Clipshow macht dieses Mal ein Video aus dem Kanal Gravity Builder. Die kreative Zimmerrundfahrt startet auf dem Schreibtisch und wird ab 9 Sekunden mit einem gewaltigen Kaskaden-Trampolinsprung in den modifizierten Mixer weitergeführt. Das Power-Element Lever gibt der Kugel ab Sekunde 20 ausreichend Schwung, um über eine Trampolin-Kombi zu springen. Der anschließende Drop in eine Superspirale imponiert uns mächtig. Ab 38 Sekunden rollt über den Power-Starter eine neue Kugel ins Spiel und durchläuft für weitere 30 Sekunden einen abwechslungsreichen Parcours im Regal. Und erneut begeistert uns ein Drop. Bei 1 Minute und 8 Sekunden geht es für die Kugel von der Flex-Tube in den Splitter. Und damit ist fast das Ende eingeläutet. Der Trigger löst bei 1 Minute und 30 Sekunden nochmal eine schnelle Actionstein-Abfolge aus, bevor die Kugel im Finish landet. Vielen Dank an dieser Stelle für die kreative Umsetzung. Eine große Gravitracks-Bahn mit vielen vertikalen Tricks gibt's im nächsten Kanal von Gravitracks Player zum 800. Abonnenten-Special zu sehen. Schon die Bahnübersicht hat uns gecatcht und wir blicken gespannt auf die erste Kugel, die ab Sekunde 12 vom Power-Starter freigegeben wird. Kurzes Einrollen, schnelles Abtauchen in den Turntable und schon hüpft es sich federleicht über 4 Trampoline mit Kurve. Weiter geht's mit verschiedenen Actionsteinen und einer Katapult-Trampolin-Kombination bei 47 Sekunden. Please fasten your seatbelt, heißt es ab 1 Minute und 43 Sekunden. Hier folgt ein vertikaler Sprung, angetrieben durch 2 Gausskanonen, über eine Kuppe aus Bodenplatten mit erfolgreicher Landung in einem Tunnel. Ein Highlight jagt das nächste, bis das Video ab 3 Minuten und 41 Sekunden durch eine Lever-Jumper-Kombination zum Schlusspunkt kommt. Wir finden, jeder einzelne Trick ist Gold wert und deshalb möchten wir uns an dieser Stelle herzlich dafür bedanken. Auch im nächsten Clip von Special Yo gibt es einen Dank an alle Abonnenten. Einmal zum Hören über die Stimme des Kanalbesitzers und natürlich auch zum Sehen. Gebaut wurde ein 1,25 Meter hoher Bahnturm. Die Kugel startet bei 38 Sekunden von der Turmspitze. Anschließend rollt sie über 12 transparente Ebenen abwärts. Nach 24 Sekunden ist sie am Boden angekommen. Es folgt nochmals eine Extrarunde bis ins Ziel. Ab 1 Minute und 10 Sekunden werden die Highlights nochmals im Detail und in Slow Motion gezeigt. Schöner Abschluss für ein kreatives Abonnenten-Special. Wir sagen Danke. Beim nächsten Video aus dem Kanal Gravitracks Masters bekommen wir richtig Stadionstimmung. Im Video sehen wir tolle Trampolinsprünge, die jeweils über Kaskaden eingeleitet werden. Ab 6 Sekunden startet das Warm-up mit einer Kugel. Zu zweit springt es sich ab Sekunde 19 noch besser. Der Streckenverlauf ist nahezu symmetrisch, die Kugeln kommen daher fast zur gleichen Zeit im Ziel an. Dass hier sehr clever gebaut wurde, zeigt sich ab 55 Sekunden. Wenn insgesamt 5 Kugeln gleichzeitig ihren Einsatz haben. Alle erreichen das Ziel, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen. Top gelöst! Danke für das tolle Video und das gelungene Gravitracks Branding am Spielfeldrand. Zum Abschluss unserer Clipshow dürft ihr euch gerne entspannen und den Augenblick genießen, den uns der Rolling Ball schenkt. Die Kugel startet ab 15 Sekunden ihre Reise durch die kurvenreiche Strecke, die mit klaren Linien und einem parallelen Aufbau überzeugt. Ganz offensichtlich sind die Stars der Bahn die 3 Karussells, die gespielt werden und die Kugeln auf immer neue abwechslungsreiche Routen lenken. Zudem sehen wir viele schöne Tempospiele durch wiederkehrende Einsätze der Slow- und Fast-Rails. Dieses Video können wir euch nur ans Herz legen. Genießt es gerne in voller Länge. Wir sagen Danke für diesen besonders schönen Gravitracks-Moment. Alle 5 Clips dieses Monats haben auf besondere Art gezeigt, was man alles mit Gravitracks machen kann und dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Wir sagen Danke und freuen uns schon auf den nächsten Monat mit vielen tollen Clips aus der Gravitracks Community. Wenn ihr auch aktive Gravitraxer seid,
und eure Bahnen zeigen wollt, dann schreibt den Link zu eurem Video gerne in die Kommentare. Wir schauen dann sicher mal vorbei.